Also wir hatten, das sind Nummer eins für die, die zugucken. Ich mache so einen 5-Minuten-Monolog. Also ich habe mich entschieden, das noch weiter zu reduzieren. Tagesabhängig auch mit dem Thema. Es hat schon, also ich folge schon einem übergeordneten Rahmen. Also ich mache mir schon Gedanken. Das ist nicht nur dummes Gequatsche. Vielleicht macht das den Anschein. Aber es hat einen Gesamtrahmen und auch eine Richtung über die längere Zeit. Aber ich versuche das trotzdem relativ kurz zu machen. Dann sitzen wir zusammen 20 Minuten. Da erinnere ich uns nur am Anfang ein bisschen daran, zu uns zu kommen mit verschiedenen Themen. Nicht so lange hoffentlich, dann wirklich sind wir mit uns alleine. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, sogar hier auf der Wiese dann mal still zusammen zu sein. Kurz vorm Ende, 1 Minute ungefähr, bevor der Gong sich meldet, wenn ich das schaffe, weise ich darauf hin, dass es jetzt gleich zu Ende geht, damit man noch mal eine Zeit hat, um zu rekapitulieren ohne Geschichte. Wie war das jetzt? Weil das schult auch enorm. In der eigenen Meditationspraxis eben kurz eine Pause, also wir sind ja quasi in der Pause, aber quasi eine kurze Pause zum Abschluss zu nehmen und einfach dieses Gefühlsrekapitulation einzuüben, schult für die Meditation enorm. Ist mir nicht selber aufgegangen, sondern das habe ich von Ajahn Brahm und Ajahn Brahmali, also von Mönchen, übernommen, genau aus dem Grund. Und zum Schluss gucke ich dann nochmal in den Chat, ob ihr Hallo sagt oder sogar Fragen habt, die versuche ich zu beantworten. Jetzt also ein Thema für heute und eigentlich für immer ab heute ist Freundlichkeit. Also ihr wisst, freundlich, aufmerksam und gelassen, das steht überall, sogar auf dem Intro-Bild hier im Stream, weil das diese drei Richtungen sind, die einen wieder in die Mitte zurückbringen. Auch wenn man müde ist, dann fällt einem irgendwann die Aufmerksamkeit. Also wenn nur eins nicht richtig ist, dann ist man aus dem Gleichgewicht in Richtung Stress. Also es bringt einen zurück, habe ich schon darüber erzählt. Und wenn ich selber, also ich bin leider noch nicht in der totalen Erleuchtung und komplett, also ich bin noch kein Arahat. Ja? Das weiß ich, weil ein Arahat hat dann keine Aufregung mehr und so. Ich komme manchmal in Aufregung, gerade mit dieser Technik hier. Ne? Also muss irrsinnig viel fummeln, das wie soll man sagen, sehr hoch Stress aufgeladen, diese Streaming-Geschichte, sofern man das nicht mit dem Handy macht, sondern wirklich quasi komplette Sendeeinrichtung hat. Und dann quasi aus ziemlich hoher Stress-Variante zurückzukommen, ist enorm wichtig. Und ich habe im Alltag festgestellt, dass bei mir, und ich nehme an, bei anderen auch, von diesen drei Themen, aufmerksam, freundlich und gelassen, die Freundlichkeit das erste ist, was man loslässt, also was man quasi vernachlässigt. Das heißt also, da am meisten drauf zu achten, ist enorm wichtig. Dann haben wir den Negativity Bias, das gibt es, ist auch belegt, also dass wir eine Negativitätsprägung haben, klar aus dem 16.000 Jahre und früher war es wichtiger, darauf zu achten, da ist irgendwas Gefährliches, das muss im Kopf bleiben, damit ich eben nicht in Gefahren renne. Das Dumme ist, das haben wir heute noch. Und das ist eine Sache, die wir uns umgewöhnen müssen. Also wir müssen wirklich Freundlichkeit, eigentlich Liebe, müssen wir üben. Ja? Deswegen gibt es Metta-Meditation.
Bloß die klappt bei mir nicht immer. Ist auch bei anderen nicht. Also auch bei München und so weiter. Die wissen das und die kommunizieren das auch, dass das nicht so einfach ist. Bloß jetzt einfach mal wie immer das einen Schritt kleiner zu nehmen, was wir üben. Freundlichkeit. Freundlichkeit ist der kleine Bruder von der allumfassenden Liebe. Und von daher, wenn ich selber Probleme habe mit, ne, heute bin ich ganz weit weg von dieser allumfassenden Liebe, obwohl ich weiß, die Richtung ist schon richtig, aber klappt heute nicht. Ne? Also ich liebe mich und dann liebe ich die, die um mich sind und dann die Stadt, dein Dorf, deine Stadt, dein Land, die ganze Welt, das Universum. Wenn ich weiß, das steht mir heute nicht offen, der Weg überfordert mich. Aber dran zu denken, kann ich wenigstens mit mir mal wieder freundlich sein. Wenigstens das. Ist ja nicht so schlimm. Atme mal ein bisschen durch. Sei freundlich mit dir selber. Das klappt jetzt schon. Und das machen wir heute. Einfach in eurem eigenen Tempo diese Freundlichkeit entwickeln. Wir nehmen den Timer, auch wenn der nicht so laut ist. Versucht den volle euch über mein eigenes Mikro hier mitzugeben. Und wie immer richtet euch ein. Seid freundlich mit eurem Körper, mit euch selber. Mein Gürtel ist zu eng, also mache ich den ein bisschen weiter. Und man braucht auch gar keinen Grund, um jetzt freundlich mit sich selber zu sein. Man muss einfach nur das selber fertig machen, einfach mal sein lassen, dann bleibt die Freundlichkeit von selber über. Inneren Kritiker. Langsam mit Freundlichkeit zur Ruhe kommen lassen. So, zum Anfang den Körper wirklich vom Groben zum Feinen entspannen, so wie es geht heute. So wie es geht. Und wenn ihr wollt, dann geht den Weg von, kann ich heute freundlich mit mir sein? Wenn das geht, genießt das. Kann ich heute freundlich mit denen sein, die um mich sind? Kann ich generell mit allem, was da ist, zumindest heute mal freundlich sein?
wenn du den Weg der Freundlichkeit mit allen, mit allem gegangen seid, dann kommt zu der Freundlichkeit mit allen zurück. Zu der Freundlichkeit mit euch. Stellt euch die Frage ohne eine Antwort: Wie geht es mir jetzt? Wie ging diese Session? Ohne Antwort. Wunderbar. Also mir geht es hier draußen wirklich besser. Ich finde die gut, die Session hier draußen. Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber das gehört ja auch mit dazu. Langsam mehr bei sich zu sein, mehr auf die Vögel zu achten als auf die Musik. Normalerweise schließe ich so eine Session auch ab in dem, was ich von Ajahn Brahm kenne, was alle übernommen haben. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Wunderbar. Bis zur nächsten Session am Mittwoch spätestens um 1 in Englisch und um 19 Uhr noch mal so eine Meditation und Sonnabend um 1 wie immer, vielleicht mittendrin Test auf jeden Fall, vielleicht sogar noch mal irgendwas mit Inhalt. Habt ein schönes Wochenende. Okay. Und du willst vorgehen?